Nach langer Zeit gibt es heute mal wieder ein Nail-Tutorial. Ich weiß gar nicht genau, wie ich meine Finger halten soll. Wir haben schon mit einer Farbe gestartet. Und zwar ist das Pure Blue von Catrice. Das war die Purism LE. Das ist eben so ein schönes Blau. Und das hat so einen leichten Schimmer, den man später aber nicht mehr sieht. Damit habe ich meine Nägel schon lackiert. Wir werden auf zwei Nägel heute mit der Frischhaltefolientechnik arbeiten. Und wir... Frischhaltefolie und ein paar Farben. Ich habe mich für Orly White Wisteria entschieden. Das ist so ein dunkles Lila. Bay Star, das ist ein Blau mit so Schimmer und dadurch sehr viel Tiefe. Das heißt von Essie. Wild White Days oder White Wild Days? Wild White Ways von Essence. Auch werden wir verwenden. Als allererstes verwenden ist die Peel-Off-Base von P2. Die gibt es im Standardsortiment. Einfach damit wir nachher nicht so viel Arbeit haben. Und ich werde mich für diese beiden Finger entscheiden. Das heißt, ich nehme etwas von diesem. Sieht man das so? Ja. Von der Peel-Off-Base und gebe mir die erstmal so um den Nagel herum. Bis das durchsichtig geworden ist und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr sehen könnt, ist das noch nicht ganz durchsichtig geworden. Ich habe aber die Zeit genutzt und habe mir schon mal so ein paar Frischhaltefolienstücke gerissen. Den müssen wir nachher einfach nur ein bisschen zusammenknollen und das war's schon. Also das ist wirklich eine super einfache Sache. Ich bin noch am Überlegen, ob ich alle Farben nehmen werde. Weiß werde ich auf jeden Fall nehmen, weil das gibt einfach einen schönen Kontrast. Ich finde aber, dass der hier irgendwie nicht wirklich dazu passt. Darum lasse ich den, glaube ich, weg. Und nehme nur diese hier. Das ist schon so gut wie durchsichtig geworden. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Diese Farbe ist übrigens auch der Oberwahnsinn. Ich finde die so, so schön. Schade, dass die limitiert war. Aber vielleicht bringt Catrice sowas ja nochmal ins Standardsortiment raus. Ist ja auch schon wieder bald Sortimentsumstellung und Frühling, Sommer. Da könnte doch so eine Farbe mal dabei sein. Oder was sagt ihr dazu? So, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, schon zu beginnen, auch wenn das noch nicht ganz durchgetrocknet ist. Aber wir können ja danach noch ein bisschen warten, bis wir das dann alles abziehen. So, wie gesagt, wir nehmen diese drei Farben. Ich werde mir die jetzt erstmal aufmachen. Und ich hoffe, dass das mit der Kameraführung hier gleich klappt. So, ich nehme jetzt die einzelnen Farben. Ich beginne mit Weiß und gebe mir hier jetzt erstmal einfach so ein paar Tupfer drauf. Und das gleiche mache ich mit den anderen Farben auch. Und dann nehme ich nochmal Weiß. Dann zerknülle ich mir hier so eine Frischhaltefolie. Und dann geht es eigentlich schon los. Wir tupfen da einfach nur drauf. Und das machen wir so lange, bis es uns gefällt. Kann man das sehen? Ich hoffe, man kann es sehen. Ich finde jetzt hier zum Beispiel... ist noch ziemlich viel Weiß. Darum nehme ich mir da noch mal was von der Farbe. Nicht Weiß, von dem unteren Lack halt. Nehme mir noch mal die Folie und tupfe. Das gleiche gilt für diese Seite. Und dann sieht das erstmal so aus. Wenn wir einen Überlack drüber machen, sieht das noch besser aus. Ich verspreche es euch. Und das gleiche machen wir eben bei dem anderen Nagel. Ihr könnt eben so viele oder so wenig Farben, wie ihr wollt, verwenden. Ihr könnt auch die Punkte natürlich anordnen, wie es euch gefällt. Mit schon was hier drauf gekriegt, aber das macht nichts. Ich finde, dass hier noch ein bisschen dunkler werden könnte. Darum mache ich noch mal ein paar von den dunklen Tupfen und vielleicht noch ein, zwei weiße. Nehme ich mir schon den Überlack.
Ich bin nicht zu Aldi gekommen und konnte mir den Überlack nicht holen. Darum habe ich diesen von Manhattan einfach mal gekauft. Der ist auch neu aus dieser neuen Reihe eben und der soll in Sekunden trocknen. Und ich muss sagen, der ist echt nicht schlecht. Der ist nicht so gut wie der von Aldi, aber er ist ein guter Ersatz, falls man da nicht so leicht rankommt. Etwas flüssig, aber ansonsten ist der echt nicht schlecht. Ja, und dann warten wir noch ganz kurz und können dann außen schon abziehen. Das zeige ich euch dann auch. So, wir haben das ein bisschen antrocknen lassen und jetzt können wir das eigentlich schon so ein bisschen wegfriemeln. Ihr könnt sehen, wenn ich hier so dran ziehe, man könnte das jetzt auch mit einer Pinzette machen, habe ich jetzt aber gerade nicht griffbereit. Dann können wir das hier schon so abziehen und haben eigentlich dann relativ wenig noch zum Saubermachen am Ende. Wenn noch ein bisschen was da ist, verwende ich gerne den Nail Polish Corrector Pen und gehe dann einfach so an den Seiten noch ein bisschen damit drüber. Ich hatte auch einen Pinsel zweckentfremdet für solche Arbeiten. Leider hat der mittlerweile alle Borsten verloren. Ich brauche da mal wirklich welche, die den Nagellackentferner irgendwie ertragen können. Aber irgendwie bin ich da noch nicht zugekommen. Schon mal gesagt, aber der von Essence, der trocknet einfach überhaupt nicht schnell aus und der ist sehr flüssig. Was heißt flüssig? Viele sind so trocken und dann kann man überhaupt nicht wirklich was entfernen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe da schon ein paar ausprobiert, aber mit dem von Essence bin ich einfach am zufriedensten bis jetzt. Und das ist dann das fertige Ergebnis. Ich versuche mal etwas näher ranzukommen noch. Wie gesagt, ihr könnt das mit allen möglichen Farben machen. Ihr könnt sagen, ich möchte es heller haben, dann nehmt ihr eben mehr weiß oder mehr hellblaue Töne. Und ich finde, das ist super einfach. Ich mache jetzt eben noch die andere Hand, da ich euch hier schon gezeigt habe, wie das geht. Macht das, glaube ich, keinen Sinn, euch die zweite Hand auch nochmal zu zeigen. Aber ich zeige euch dann das Endergebnis. So. Fertig mit beiden Nägeln. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das zeigen soll. So, ich komme mal näher. Und das ging jetzt wirklich super einfach. Und wie gesagt, mit anderen Farben ist die Wirkung halt auch ganz anders. Ich habe meine Hände jetzt noch eingecremt mit dieser Creme von Essence aus der aktuellen LE. Die ist übrigens wirklich gut. Und die ist so süß. Also ich weiß noch nicht genau, ob ich den Geruch gut oder schlecht finde, aber sie pflegt auf jeden Fall sehr gut. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal wieder was für die Nägel. Das gab's ja wirklich schon lange nicht mehr. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.